Ja, meine lieben Freunde von heute, ich bin wieder da. Ich war ja lange nicht mehr on. Das lag tatsächlich daran, ich war krank. Ich hatte eine Grippe gehabt, mich hat es richtig erwischt. Ich war für fast 3 Wochen weg. Dann habe ich noch einige Angelegenheiten zu klären, wo ich die jetzt Rechtsfälle bekannt machen werde, weil es gibt Idioten, die mich vollstrecken wollen, obwohl es nicht geht. Da ich ja in Insolvenz bin und da werde ich auch ein schriftliches vom Insolvenzgericht Nachweis euch auch hier demnächst in den kommenden Tagen präsentieren. Ja, ansonsten, Amazon hat mir 400 Euro, die ich für eine Grafikkarte gespart habe. Gepfändet. Das ist nichtig. Da wird jetzt eine Klage erfolgen, weil die waren ja im Insolvenzverfahren bei den Gläubigern und jetzt muss man natürlich das einklagen und ja, ich musste auf meinen Greenscreen warten. Wie ihr sehen könnt, ist der Hintergrund sehr sauber. Das liegt daran, ich habe jetzt einen echten Greenscreen. Ich habe ja Leute im Bekanntenkreis und in der Familie, die meine Sachen wirklich fördern. Weil ich sage ja immer spenden, spenden, aber niemand spendet was. Ich bin halt ein kleiner unwichtiger YouTuber. Und die Videos sind jetzt demnächst richtig durch den Greenscreen, also Greenscreen Studio. Also richtiges Greenscreen fucking Teil. So Studio Teil besser und richtig super hochwertig mit KMH, Dragon Ball Effekten und so weiter in Zukunft. Aber die Leute trotzdem sind halt, weil die meisten Menschen halt so sind, dass sie halt nicht spenden. Und das ist sehr schade. Bei Ferus Khan, bei den anderen Abonnenten oder Peter Fram oder Chris Wieger kriegen Spenden. Okay, die haben zwar mehr Abonnenten, aber trotzdem. Ich hoffe, dass das sich ändern wird in Zukunft, denn es werden auch hochwertige Videos auf jeden Fall kommen. Es werden viele Videos neue kommen. Auch das Intro-Video wird sich verändern. Das daran arbeite ich auch. Das ist nicht mehr aktuell. Let's Play gibt es bei mir jetzt nicht nur, sondern es wird auch andere Sachen geben. Und ja, es ist halt eben doof, wenn mehr Reaktionsvideos, aber auf jeden Fall ist es doof, wenn man da warten muss, ne, weil man braucht dann Hilfe und ja, man will ein Projekt machen, man macht eine Webseite und. Und man kommt dann natürlich immer an Grenzen, wenn irgendwelche Vollidioten, Inkassos, Firmen einen verstecken wollen, die eigentlich gar keinen gültigen Versteckungsbefehl haben, selbst wenn sie einen hätten, ist der nichtig. Und das hat der Herr Dolling dann gesagt und geschrieben gehabt, sogar, ich habe schwarz auf weiß, in Farbe sogar. Und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder da. Werde auch dazu WordPress was machen, zu Trueblower und zu anderen Videos und halt mein Wissen, was ich halt weiß. Und natürlich auch richtig coole Gaming-Videos, wenn ich dann mit Amazon fertig bin, denn Amazon hat mir leider meine GeForce Grafikkarte, das ist eine 3060, zurückbehalten. Das heißt, die haben Bestellung am Anfang angenommen und dann haben sie gemerkt, ah, okay, der hatte mal früher bei uns eine Zahnbürste gekauft, eine Schallzahnbürste, und die hat er nicht komplett bezahlt gehabt. Na, aber Amazon wusste, dass ich die nicht mehr zahlen konnte und ich wollte es ihnen zahlen, aber ich durfte es nicht. Und wenn ihr in ein Insolvenzverfahren geht, dann geht das nicht mehr, weil da ist vorbei. Das Gericht sagt sich, jetzt ist Schluss. Alle Gläubiger müssen jetzt in einen Topf und dann kriegt ihr einen... Macht es nicht, wie ich gemacht habe. Ich habe am Anfang an das nicht komplett mit dem Anwalt gemacht. Das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt. Ich habe leider später einen Anwalt zugewiesen bekommen, aber die sind nicht so toll, wie sie, und da werden wir auch noch dazu kommen, wie sie sein sollten. Am Anfang, am besten ist, ihr geht komplett zum Anwalt, komplett Spezialisten. Ich habe jetzt eine Kanzlei gefunden, die hilft mir da auch wenn ich nicht immer alles perfekt mache. Seien Sie nicht so auf mich, Herr Müller und Herr Wellmann. Auf jeden Fall sind die richtig gut und die akzeptieren auch meine Art, ne? Weil ich bin halt eben alter Sack und politisch unkorrekt. Also ich liebe es halt politisch unkorrekt sein, weil zum einen als Pole, zum als Jude
Meine Großmutter war Jüdin und ja, und zum einen von der Erziehung halt, ne, dass man einfach sich nicht im Mund verbieten sein soll. Das sollte niemand sein. Ne? Deswegen zum Beispiel, ich bin mal irgendwann rumgelaufen früher und habe meine Kippe angehabt und dann hat dann irgendjemand, eine Frau gesagt, das war schon eine Ältere, was macht denn ein Jugendschweinchen dick hier, ne? So auf die Art, ne? Also Jugendschwein hat sie schon gesagt, ne? Aber Schweinchen dick klingt besser, deswegen überspitze ich zusätzlich ab und zu mal oder öfters, was immer schön ist. Ja, ich liebe es einfach, eine Satire zu machen, Kabarett ein bisschen. Ich durfte ja in Ansbach auftreten, aber ich habe Lampenfieber bekommen und deswegen bin ich nicht aufgetreten. Deswegen mache ich hier meine lustigen oder meine nicht lustigen, ja, sag ich mal, so knallharten Texte. Ja, auf jeden Fall lange her, kurz hin. Hat sie mich Judenschwein genannt, das macht ein Judenschwein für nach. Und habe ich gesagt, auch Judenschweine dürfen hier leben, was ich hier mache. Ich bin ein Babykind, sie müssen mich lieb haben. Die Frau war total so, ne? Und man kann mit Hardcore-Sprache reagieren drauf, wenn man nicht ein Schwächling ist, wie die meisten Leute sind, die Mimimsprache werden. Das werde ich auch im Video so euch zeigen, Argumente, wie ihr da reagieren könnt, weil viele Schüler, auch viele Menschen haben ein Problem. Das hatte ich auch vor Millionen von Jahren. Dann bin ich in die Dunkelheit und ins Licht. Also Super Edition wurde ich dann zum Superwesen. Und besser anders kann man es nicht beschreiben. Und sozusagen macht mir das nichts aus. Ja, ich finde es sogar super toll, wenn die Leute knallhart, ja, ihre Meinung sagen. Das heißt, Beschimpfungen finde ich super, weil ich erstens, wo ich dran bin, und zweitens weiß ich, hey, derjenige, der hat was auf dem Herzen und deswegen sagt er das jetzt in dieser Sprache. Ganz einfach. So, ne? Wichtig ist dann am Ende des Tages, dass man nicht umgebracht wird, ne? Was mir zweimal fast passiert wäre. Das ist natürlich dann nicht mehr lustig. Das hat dann da ist wieder was anderes, so wie Carsten Stahl sagt. Da muss man halt wirklich dann sagen, hey, okay, der hat ihm jetzt ein Messer fast abgestochen. Da sage ich auch, ey, pff, nee, ne? Beleidigung verletzen ja nur deine Gefühle, deine. Mensch hat immer so ein erfundene Gefühle, sagt man immer dazu. Also die Gefühle des Menschen sind sowieso, sagen wieder Wissenschaftler, fraglich. Also viele Neurologen, ich befasse mich mit Neurologie, den ganzen Scheiß. Aber ich auch immer ein bisschen so Präsentation präsentieren über Neurologie, was da so Interessantes gibt und warum vieles Blödsinn ist, warum die Gesellschaft so gestört ist und so weiter. Ne? Und ja. Dann werden wir noch ein bisschen noch zu Axel Ost und Chrissy Rieger und Uwe und ein paar auch Reaction-Videos machen. Auch zu Peter Frahm und vielen anderen Sachen. Wir werden also auf jeden Fall eine Playlist haben mit richtig Reaktionen. Jetzt nicht nur auf GMT-Bereich, ne? Also wirklich alles. Dann werde ich mal eine Reaction zur AfD machen. AfD wieder mal hat richtig Mist gebaut, wie immer halt. Und auch die Grünen und so weiter, aber AfD macht es halt immer wieder. Und ja, ich sage immer, AfD müsst mich zum Präsidenten wählen, dann würde ich es richtig machen. Ich würde erstmal da drüben die, es gibt ja leider mittlerweile bei AfD immer mehr Nationalsozialisten, ja, aber nicht von der guten Art, sondern von der bösen Art. Wobei böse ist es auch nicht so schlimm, weil ich habe viel Krasses erlebt. Ne? Und es gibt Leute wie mich, die haben noch krassere Sachen erlebt. Ne? Ich habe einen Afrikaner früher kennengelernt, nur bei, nebenbei so als Beispiel, ne? Der hat um einen Krieg und dann sind die halt in sein Haus rein, ne? Und seine Mutter hat vorher gesagt, versteck dich. Ne? Der war gerade mal sechs Jahre, hat sich versteckt. Und dann hat er halt so in so eine Nische, so ein Möbelstück oder so, hat dann so mit so die Schublade, konnte was halt draus sehen und dann hat er mit sechs Jahren zusehen müssen wie seine Mutter. Von, ja, ich weiß nicht, wie Gorilla oder wie sie sich die nennen, gibt es jetzt in Parteien. Da müsste ich mich nochmal schlau machen, welche Partei das war. Es gab gewisse Parteien und dann hat seine Mutter wurde vergewaltigt und er hat dann zugesehen mit sechs Jahren. Ne? Und das ist halt richtig krass. Ne? Nach der Vergewaltigung hat er mir erzählt, ne? Wurde die Mutter dann bum bum bum, ne? Und dann wurde sie nochmal als Leiche genommen. Ne? Und dann sage ich mir, hey, da gibt es richtig krasse Sachen. Und das interessiert ja die meisten Menschen, weil sie schwach sind. Menschen suchen, mein Gott, das ist so hardcore, ich werde sterben.
Und das ist halt das Problem. Wir leben in einer heutigen Gesellschaft, in der müssen sich alle schlecht, aber wie auch immer, Menschen sind mittlerweile schwach geworden. Ne? Okay, das war schon mal so hier so ein kleines neues Video, dass ich wieder da bin. Und jetzt folgen noch andere Videos zu anderen Themen. Ja. Aber jetzt denke ich mal, ja, ich nehme das Video auf mit Logi der Capture, ne? Dass ihr das mal so hier seht. Und das war's auch schon von mir. Ja, das war's auch schon von mir, ne? Bis zum nächsten Mal. Ja. Eben so. Server und so weiter und so fort.